Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Trash-Fans, schön, dass ihr wieder Ihr müsst reingeklickt große Trash-Fans sein. Nein, 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 nein. habt. Direkt. Hast du jetzt die Wertung schon vorweggenommen? Du nimmst die Freude an diesem Video. Es könnte ja auch eine Trash-Perle sein, die wir euch heute vorstellen. So wie letzte Woche, da war es ja. Dieser eine unvergessliche Ja, Film. Friedhof der Zombies, der war eigentlich ganz gut, ne? Friedhof der Zombies Ja. hat uns ganz gut gefallen. Ja, und das gleiche Label hat uns auch noch den Film Twisted Nightmare geschickt, der in Deutschland unter dem fast wörtlich übersetzten Titel Reise ins Grauen veröffentlicht wurde. Und Aber da kann zwar, das Label nichts für, oder? leider hat das Label überhaupt gar nichts mit zu tun, denn der Film hieß auch schon damals im Jahr 19 1987, als er. Was machst du da? Ich habe nur Quatsch im Kopf. Ich habe heute Nacht schlecht geschlafen. Wir kommen gerade vom Trödel. Es ist heiß und alles schön eigentlich, außer dass ich müde bin. Und dass ich mich so gut wie gar nicht an diesen Film erinnern kann, obwohl ich der Meinung bin, er hat mir beim Gucken eigentlich sogar recht gut gefallen. Doch irgendwie sowas war das. Die Klar. Synchro, die Synchronsprecher. Wir haben die ganze Zeit, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Weil das sind alles oder sehr viele Stimmen. Eine einzige Stimme war dabei, wo wir gesagt haben, ey, da hier, du hast zuerst gedacht, es wäre Peter Passetti. Ja, Ja, es war ein fast. Schleichmichel. Das ist der Schleichmichel Wer, aus. jetzt fragt euch, wer ist Ja, Schleichmichel? ich habe den Namen jetzt gerade auch vergessen. Wir sind alle ein bisschen durch. Muss man wirklich, also, ne, aber so, wir reden heute also über Reise ins Grauen, der seit dem 3. Mai 2023 im Handel erhältlich ist, und zwar in verschiedenen Mediabook-Versionen. Wir haben hier die wattierte Mediabook-Version, die schauen wir uns jetzt erstmal kurz an und dann reden wir über diesen Film und stellt euch Schnaps kalt. Also hier ist erstmal das Unboxing. So, und hier ist es, das Mediabook zu Reise ins Grauen von MT Films, herausgegeben von WMM im Vertrieb von AVV. Die Folie habe ich schon abgemacht, weil sonst hätten wir den Film ja nicht gucken können, aber hier war auch kein FSK-Flatschen drauf. Freigegeben ist der Film laut unserer Datenbank ab 18 Jahren. Auf der Disc selber steht allerdings nichts. Das heißt, es ist also an dieser Stelle nicht hundertprozentig geklärt, ob dieser Film überhaupt für diese Veröffentlichung nochmal durch die FSK durchgegangen ist. So, wir schauen uns jetzt erstmal das Cover an. Das haben wir hier wunderbar schön gezeichnet. Ich finde dieses Cover-Artwork auch ganz toll, besser als den Film. Aber da reden wir nachher ja nochmal drüber. Wir haben hier quasi alle Hauptfiguren, also die ganzen Opfer hier oben, dann hier den Bösewicht, den Killer, beziehungsweise das Monster und hier den Hausmeister mit der Stimme vom Schleichmichel. So, und dann hier die Szene, ja, und hier die Hütte. Das ist wohl das Hauptaugenmerk, die Hütte. Das ist nämlich die gleiche Hütte, die auch in Freitag der 13. Teil 3 zum Tragen kam. Auf dem Spine haben wir den Filmtitel draufstehen, Reise ins Grauen. Hier oben nochmal das Cover-Artwork, hier unten den Hinweis auf Blu-ray und DVD. Auf der Rückseite haben wir eine kurze Inhaltsangabe, dann hier die Credits, dann hier den Hinweis, es handelt sich um die 2-Disc Limited Super Spooky Stories Edition. Das heißt, wir haben hier auch noch Bonusfilme mit drin. Und dann haben wir hier nochmal die Produktspezifikationen und so weiter und so fort. Hier das, ja, das Bonusmaterial, also ein Booklet von Peter Osterried und 2 Bonus-DVDs mit weiteren Horrorfilmen. Und das Ganze ist limitiert auf 333 Stück. Das hier ist die Nummer 120 und es handelt sich um Cover-Variante W für wattiert. Denn ja, das ist jetzt nicht, dass es hier A, B, C, D, E, F, G und so weiter und so fort, sondern es handelt sich um ein wattiertes Mediabook, deswegen Cover-Variante W. Bisschen Bewegung ist drin, gerade hier so, da ist sogar ziemlich viel Bewegung mit drin. Ja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So, dann haben wir hier vorne einmal die Blu-ray drin liegen, die schaut so aus. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass hier der Hinweis auf PAL ist, also PAL, PAL. Das hat man ja eigentlich bei Blu-rays eher nicht. Ja, das ist eher DVD. Es handelt sich aber tatsächlich um eine Blu-ray. Man kann also auch aus dem
Menü heraus. Nee, weiß ich gar nicht. Ist gar nicht, habe ich gar nicht ausprobiert. Ja, da ist ja auch kein Menü. Das ist ja quasi nur Filmstarten auf Deutsch, Filmstarten auf Englisch und ja, das war's. So, dann haben wir hinten noch zwei Bonus-DVDs drin. Das ist einmal Metal Beast und einmal Segeltour ins Grauen. Boah, ja, ab 12. Also sicher ein ganz knallharter Schocker. So, dann haben wir hier auch einen farbigen Innendruck, wobei das auch, ja, ein bisschen sehr kreativ ausgelegt ist. Wir haben halt diesen bläulichen Innendruck. Was der jetzt mit dem Film zu tun hat, keine Ahnung. So, und was mich auch stört, ich meine, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt. Wir haben hier diese Halterung mit diesen Federklammern. Die brechen sehr, sehr, sehr gerne mal ab. Und auch wenn das hier jetzt hält, ich habe die jetzt insgesamt 3-4 Mal rein und raus getan, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das hier und da abbricht und dann fliegen die CDs da drin rum. Das ist also nicht ganz optimal, aber da erzähle ich wohl keinem Filmsammler irgendwas Neues. So, dann schauen wir uns jetzt mal ganz schnell das Booklet an. Vorne haben wir hier nochmal das Monster drauf. Dann haben wir hier sehr viel Text. Die Zlecher-Zyklen, ein Booklet von Peter Osterried, wie eben schon gesagt. In diesem Booklet geht es halt um die Slasher, die im Laufe der Zeit so die Kino-Leinwände und Fernsehbildschirme zum Flackern gebracht haben. Hier sind wir auch schon in der Mitte angekommen. Ja, da haben wir zwei Tackerklammern. Hier sind wir auf Seite 8 und 9. Das heißt, das ist ein 16-seitiges Booklet. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig umfangreich. Und dann haben wir hier auch zahlreiche Bilder aus dem Film direkt, was ich persönlich ja immer so ein bisschen überflüssig finde. Aber da gibt es ja durchaus unterschiedliche Meinungen. Für meinen Geschmack ist das Papier etwas zu glänzend, aber auch hier, das ist nur meine Meinung. Und wenn wir uns das mal anschauen, so im Großen und Ganzen, hält sich das mit den Bildern doch im Rahmen. Hier haben wir jetzt nochmal ein Artwork hinten drauf. Das heißt, die Bilder aus dem Film sind zwar überflüssig, aber im Verhältnis zum Text ist das Ganze sehr, sehr angenehm. Also ist viel mehr Text als Bilder. Und da kann man das Ganze also durchaus so durchgehen lassen. So, das ist halt das Mediabook. Und jetzt reden Becky und ich mit euch drüber, was der Film zu bieten hat. Also, ihr seid jetzt selber schuld. Guckt es euch an. Whoop. Ja, also wir haben diesen Film letzte Woche gesehen. Mhm. Und so viel haben wir dabei gar nicht getrunken, nee, oder? Nein, also jetzt nicht übermäßig viel. Nee. Vor allen Dingen war ich zu dem Zeitpunkt auch, Moment, nee, da hatte ich eine leichte Erkältung und war das total, wird sein. Das total, wird es sein. Ja. Hinüber irgendwie. Das wird es sein. Aber also wir haben den Film vor genau einer Woche geschaut. Aha. Und wir wollten eigentlich das Video ad hoc danach machen, aber irgendwie... Ich war müde. Ja, passte nicht. Und ja, da haben wir gesagt, machen wir dann nächste mal Woche. Wieder. Und das haben wir dann jetzt gemacht. Und wir mussten original nochmal reinlegen, um zu gucken, was war das eigentlich. Und ich kann mich wirklich immer noch nicht oder nicht mehr an irgendwie etwas, außer an Kätzchen in der Scheune, mit denen alles anfängt. Ja, ist weg. Also ich habe natürlich ein bisschen nachgeguckt und wir haben auch den Film gesehen. Ja. Wie gesagt, ich fand den beim Gucken unterhaltsam. Er hat so einen gewissen Chill-Faktor, weil schon im Trailer habe ich gefragt, warum haben die das an den gleichen Schauplätzen gedreht wie Slasher 1, 2 und 3 und wie sie alle heißen und Konsorten. Ja. Aber ja, nun, haben sie. Ab hier erstmal ganz wichtig, Spoiler-Alarm, weil ab jetzt, ihr habt das Unboxing gesehen, jetzt reden wir über den Film und wir werden den Film auseinanderpflücken und auf einzelne Szenen eingehen. Das heißt also... Da kannst du dich dran erinnern? Ja, ich kann mich dran erinnern, ja. Aber das ist leider Fluch und Segen meines Jobs. Wenn ich einen Film sehe, dann bleibt er im Kopf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass hier auch weniger in Erinnerung geblieben ist als bei vielen, vielen anderen Filmen. Und ich muss auch sagen, wenn ich diesen Film bewerten sollte, er ist nicht ganz so gut wie alle anderen Slasher, die ich... Nein, ich habe auch schlechtere Slasher. Aber gehen wir jetzt erstmal. Also ab hier, Spoiler. So. Ja, um was... jetzt nochmal schnell nachlesen. Worum geht es? Das ist es ja. Das ist es ja. Dieses Booklet hier in diesem Mediabook, ja, da haben wir eine wunderbare Übersicht über...
über die Slasher im Wandel der Zeit, also die Slasher von damals, die Slasher von heute, die Pause dazwischen. Worüber dieses Booklet nicht schreibt, ist dieser Film hier. Also doch, ja, er wird kurz angerissen hier. Ein kleines Kapitel wird auch diesem Film hier gewidmet. Sollen wir mal vorlesen? Vielleicht können die Leute sich da daraus was zusammenreißen. Ja, sie haben es ja eben schon. Ich kann lesen, ja, ich brauche keine Brille. Ja, ich suche erstmal die Stelle, weil du findest sie mit Sicherheit nicht, wenn ich sie dir nicht raussuche. Aber viel ist es nicht, es ist wirklich nicht. Er hat da so ein Gespür wie die Ludolfs. So ein Riesenwulst, das irgendwas. Ja, ich brauche übrigens das und das. Und er greift blind in irgendeinen Mischmasch von irgendwelchen Dingen und zieht genau dieses Teil raus. Ja, und wie zum Beweis deiner These bin ich jetzt am Suchen. Es ist aber auch eigentlich irrelevant. Es ist wirklich nicht viel, was hier über den Film geschrieben steht. Hier ist es doch, hier, genau, von da, ja, bis hier. Also dieser kurze Teil ist es so. Ebenso 1987 erschien Reise ins Grauen von Paul Hunt, in dem sieben junge Pärchen eine anonyme Einladung für ein Wochenende in einem entlegenen Waldcamp erhalten. Vor 2 Jahren gab es dort einen schrecklichen Todesfall. Ja, das war. Obwohl es den Besuchern recht mulmig zumute ist, bleiben sie dennoch im Camp. Doch noch immer geht ein irrer Mörder um, der nun Jagd auf die Jugendluchen. Die Jugendluchen. So, ich weiß nicht was. Vielleicht meint es eine Mischung aus Jugendlichen und Luden vielleicht. Oder Luchen. Jugendleichen. Auf die Jugendleichen. Ja, vielleicht Jugendluchen macht und dabei auch vor brutalen Schlachtungen nicht zurückschlägt. Zurückschreckt, ja. Hunt inszeniert den Film recht routiniert und schreckte auch vor expliziten, ist das richtig geschrieben? Expliziten Gewaltspitzen nicht zurück. Für Fans von Freitag der 13. dürfte der Film besonders interessant sein, da er am gleichen Set wie der dritte Teil der Jason-Saga gedreht wurde und sogar in einigen Szenen eine Hommage an das große Vorbild ist. Ja, das ist wohl wahr. Hoho, explizit ist richtig geschrieben, mein Schatz. Ja, wunderbar. Also, ne, liebe Freitag der 13. Fans, dieser Film ist was ganz Besonderes. Der wurde nämlich am gleichen Set gedreht. Also jetzt wisst ihr, um was es in dem Film geht. Mhm. Da ist ein Junge verbrannt. Die wollten dem einen Streich spielen und der ist verbrannt. Spontane Selbstentzündung oder was. Es wird nicht gezählt. Warum brennt der? Der brennt auf einmal. Der geht in die Hütte rein und kommt brennend wieder raus. Mhm, irgendwie so jetzt. Ist halt verbrannt. Vielleicht wollte man noch so eine kleine Anmerkung an brennende Rache machen. Ja, das gibt ja auch so. Ist auch an so den kann ich mich übrigens immer noch besser erinnern. Den habe ich vor 30 Jahren gesehen. Ja, das stimmt. Ja, den haben wir letztes Jahr geguckt. Den kann ich mich trotzdem immer noch besser erinnern als an den da. Der ist eine Woche her. Der ist ja auch besser. Jo. Ja. Ja, und da kommen halt diese Jugendlichen. Also das sind so mit 30er. Ich würde sagen mindestens Mitte 20. Ende 20. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht geguckt, wie die Schauspieler, die übrigens auch nicht viel in ihrer Vita drin hatten, außer halt diesem Film, was die halt noch sonst, wie alt die waren, das ist aber auch irrelevant. Also sie spielen halt Jugendliche und die kommen in dieses Sommercamp und werden halt einer nach dem anderen abgeschlachtet. Wichtig ist, dass sich zumindest die Frauen vorher nackig machen. Mhm. Ja, da haben wir nämlich wieder die erwähnte Muschi die Katze vom Anfang, die lockt die Leute in die Scheune rein, damit die sich ausziehen. Die geilste Sexszene in dem Film war, er muss sich umdrehen, damit sie sich ausziehen kann, weil sie schamig ist und dann liegt sie splitternackt vor ihm, er komplett angezogen und er hat wenigstens die Jeans noch an, ja, und fängt dann an ihr rumzuwerkeln und letzten Endes, ja, die sterben alle. Jetzt muss man sagen, hier, wie es auch hier stand, explizite Gewaltszenen und kreative Kills, die wären sogar noch besser gewesen, wenn man sie gesehen hätte. Ja, das ist ein bisschen dunkel halt. Das soll jetzt nicht heißen, genau, dass der Film irgendwie geschnitten wäre oder sowas. Den Eindruck habe ich nicht gehabt. Mhm. Es ist einfach, alles spielt sich in totaler Dunkelheit ab. Man sieht nichts. Nicht viel. Also wir haben heute nochmal, weil, wie gesagt, wir kommen gerade vom Trödel und es ist warm, es ist sonnig draußen und wir haben den jetzt hier so mal nochmal reingeguckt. Nochmal so im Schnellvorlauf, genau. Damit man sich nochmal so ein bisschen in Erinnerung ruft, was da war. Ja, hat nicht funktioniert. und da waren ein paar Szenen, an die haben wir uns dann doch nochmal erinnert, von wegen, hör mal, da stand doch jemand, ne? Also im Hellen sieht man nichts, absolut gar nichts.
Und im Dunkeln ein bisschen. Ja, im Dunkeln passt es dann aber auch. Ja, also, naja. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie der Film ausgeht. Aber das ist ja auch gut so, weil das wäre ja der totale Spoiler. Aber ich weiß, es gehen alle kaputt. Also, aber ich weiß nicht, wie ist der, nicht so ein wie der Pärchen, Bösewicht am Schluss... Ist da nicht so ein Pärchen, das mittendrin mit dem Auto abhaut, weil sie keinen Bock mehr haben und weil sie nicht zum Stich kommen? Und, stimmt, und die bleiben dann aber irgendwo, die kommen von der Straße ab. Ne? Die fahren irgendwie in den Straßenkram, der vorher nicht da war. Es ist also irgendwie, der ganze Film ist total... Nee, ich meine, überleben die nicht? Oder sind die die kommen zurück. Ja, die kommen zurück. Das ist also total hirnverbrannter Blödsinn. Ja. Wobei, es handelt sich hier um einen Slasher. Da muss man jetzt nicht wirklich eine großartige Handlung haben. Da reicht es schon, wenn irgendwann mal ein Kind ertrunken ist oder in dem Fall halt verbrannt oder der Hausmeister angezündet wurde aus Jux und Tollerei, wenn der dann zurückkommt und alle Leute abschlacht, das war brennende Rache jetzt. Ja, ja. Ja, also das reicht schon, ja. Oder die wenn eine man wird im Tiefkühlhaus eingesperrt. Ja, richtig. Die macht, ja, es sind kreative Kills dabei. Also muss man wirklich sagen, die Kills sind nicht schlecht. Nee. Aber schöner wäre es halt, wenn man es auch sehen könnte. So, ich habe übrigens auch geguckt bei schnittberichte.com. Da gibt es auch die Szene, am Schluss wird einem der Kopf abgerissen. Das ist das Einzige, was geschnitten wurde. Mhm. Und selbst das konnte man nicht wirklich sehen. Ist hier aber drin. Ist hier in der Szene, also der Film ist ungeschnitten. Doch, ich glaube nicht zu erinnern, dass ich letzte Woche zwar, ich war gechillt, ich war entspannt. Und das sollte man bei Slashern eigentlich nicht sein. Kommt drauf an. Also ich habe mich auch trotz alledem sehr unterhalten gefühlt. Ja. Deswegen habe ich den Film auch besser bewertet als du. Ich weiß aber nicht mehr warum. Weil ich bin doch eigentlich, zahmer und leichter zufriedenzustellen, was Filme angeht. Vor allen Dingen gerade, wenn Filme so putzig sind irgendwie. Und wenn dann jemand mitspricht, der in einer Hörspielreihe aus deiner Kindheit dabei war. Ne? Wenn der Schleichmichel da zu hören ist, dann hat man auf jeden Fall schon mal, ach, das ist ja wie bei Regina Regenbogen hier. Okay, ist jetzt vielleicht nicht die erste Assoziation, die ich bei einem Slasher wie Reise ins Grauen habe. Nee, aber ich weiß nicht mehr, warum ich letzte Woche gesagt habe, 3 Punkte und du 5. Das ist normalerweise immer genau umgekehrt. Weil du hast, ich habe heute nochmal gesehen, ja, der Ton quietscht. Letzte Woche habe ich gedacht, das sind die Jugendlichen, die sich draußen fast am Kloppen waren. Nee, es war wirklich der Ton, weil diesmal war draußen niemand. Dann hast du letzte Woche schon bemängelt, diese Laufrillen zum Und schon Teil. Sind wir bei der Bild- und Tonbewertung. Ja, ne? So geschickt ja, war das ich ist, das. Du bist die Königin der Überleitung, ja? Queen of Overlighting. Yeah. Also, wie sie gerade schon gesagt hat, der Film bekommt von uns unterschiedliche Wertungen. Sie hat 3. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Ich sag mal so, wenn ein Film 3 von 10 Punkten bekommt, dann muss das eigentlich nicht groß begründet werden, oder? Habe doch gerade eben erklärt, weswegen ich normalerweise immer mehr Punkte gebe als du. Ja, das stimmt ja so nicht, weil ich gebe hier gerade Trash-Filmen häufig mal mehr Punkte als du, weil ich die einfach unterhaltsamer finde. Also der ganze Kram von Charles Band, der wird von mir deutlich besser wahrgenommen als von dir. Ja, aber ich fand den Film, ich habe vergessen warum, aber ich fand ihn nicht ganz so schlecht, wie es jetzt hier sich anhört. Das ist geil. Er ist nicht ganz so scheiße wie, weiß ich jetzt nicht, aber doch. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich letzte Woche gesagt habe, ja, ein süßer Anfänger-Slasher. Kann man noch dran wachsen. Ja, also 3 Punkte mit Rücksicht auf die Eltern vielleicht. Vielleicht lebt der Regisseur noch und sitzt dann so, ich habe noch nichts anderes. Ja, wer weiß. Ja, der ist vielleicht traurig. Jetzt nur auf. Also gehst du auf 4 hoch vielleicht? Weil dann würde ich nämlich von meinen ursprünglichen 5 auf 4 runtergehen. Dann treffen wir uns genau in der Mitte. Ansonsten bleibst du bei 3. Ich bleib bei 5, kriegt der Film auch so 4 Punkte. Ich finde das mit den Punkten sowieso scheiße. Ich habe mich. Jeder nimmt einen Film ja auch anders wahr. Ja, eben. Also ich sag mal so, wenn ihr wirklich viel Alkohol habt und viele Leute dabei, die Spaß haben an solchen Filmen und sich vielleicht auch so ein bisschen drüber amüsieren, wie das Ganze gemacht ist, dann ist das ein schöner Partyfilm. Ja. Ihr verpasst auch nichts, wenn ihr zwischendurch quatscht oder so. Das ist also oder aufs nicht, Klo geht. Ja, also ihr braucht da nicht anhalten. Das ist ein 1A-Bahnhofskino. Ich glaube, einer verschwindet auch, weil er mal auf Toilette ist. Und wird dann da getötet. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall für Slasher-Fans, Feriencamp-Slasher-Fans ist der Film wirklich brauchbar. Kann man gucken. Ja. So, jetzt kommen wir. Wenn man keine großen Ansprüche hat und wenn man auch. Ja, ich weiß, ich komme meinen 3 Punkten immer näher. Ich kann es nicht mehr retten. Ja, naja, gut, die schauspielerischen Leistungen, die waren auch
Es geht. Ich würde ihn ja jetzt gerne mit dem Scheiß von gestern Abend vergleichen, aber das... Da reden wir ein andermal drüber. Mhm. So, also der Film bekommt von uns in der Summe 4 von 10 möglichen Punkten. Jetzt kommen wir auf das Bild zu sprechen. Das ganze Bild erinnert an einen Grindhouse-Film. Jetzt ist der Film natürlich auch ein Grindhouse-Film. Aber auf Blu-ray möchte ich nicht unbedingt, dass der auch so aussieht. Das heißt, wir haben, besonders am Anfang, haben wir ganz viele Dropouts, viele Kratzer, viele Beschädigungen, altersbedingte Mängel, wirklich en masse. Dann, da sage ich, okay, das verflüchtigt sich hinterher und kommt dann immer wieder mal zurück, aber es hält sich in Grenzen. Die Farben sind okay. Die Schärfe ist so lala, wobei da kann man auch davon sagen oder davon ausgehen, okay, das ist vielleicht auch nicht ganz optimal gefilmt gewesen. Da kann man jetzt nicht mehr aus der Schärfe rausholen, als die Kamera eingefangen hat. Aber die ganzen Störungen sind in der Summe halt doch zu viel. Ich habe da teilweise auch das Gefühl, dass das Bild stehen bleibt und ruckelt. Ja, selbst bei statischer Kamera, also wenn die Kamera sich nicht bewegt, dass das Bild so ganz langsam nachzieht. Und was mich massiv gestört hat, das sind diese Laufspuren. Da haben wir also hier oder hier haben wir mitten im Bild so eine Laufspur. Und die Laufspur müsste hier über dich... Ja, also halt am Bildrand, ja, ist dann eine Laufspur. Und die ist zwar dünn, aber sie flackert halt die ganze Zeit. Und man merkt, okay... Das ist jetzt nicht vom Originalnegativ abgetastet und restauriert, sondern wirklich schon von einer Kopie, die im Kino lief, wo das schon drauf war. Ich habe das Quietschen im Ton gemerkt. Das ist das Nächste. Der Ton ist jetzt auch nicht so ganz optimal, aber man hört zumindest die Dialoge. Mhm. So, der Ton liegt in deutscher und englischer Sprachfassung. Ganz wichtig ist, sogar die englische Sprachfassung geht dabei. Ich sag das nur, weil das war bei Friedhof der Zombies nicht so, wobei das ist ja auch kein englischer, sondern ein mexikanischer Film gewesen. Mhm. So, der liegt hier vor in Dolby Digital 2.0. Untertitel gibt es keine. Steht auch gerade nichts drauf, sehe ich. Nein, es gibt keine Untertitel. Mhm. Aber es gibt 2 Untertitelspuren. Das heißt, wenn er so anklickt, Untertitel, geht Untertitel 1 Deutsch, Untertitel 2 Deutsch, geht dann zwar an, aber es steht nichts unten. Also es sind keine Untertitel dabei. Also für das Bild würde ich 6 Punkte geben mit ganz viel, ganz, ganz 5. Oh, jetzt kommt. Ja. Okay. Ja, jetzt wissen wir, wie du auf deine Punkte kommst. Es sind eher 5. Es sind also für das Bild gebe ich 5 Punkte, für den Ton gebe ich 6 Punkte. Ja, das Quietschen, okay, aber man versteht alles. Es ist jetzt nicht dumpf oder so. Also wenn ich das mit das Gehirn vergleiche, da konntest du ja gar nichts verstehen. Das war ganz furchtbarer Ton. Der Film, das Gehirn, mit diesem riesigen. Ja, also da war der schon. Okay, ist vielleicht noch besser so. Oder wir gucken den mal und dann... Der nächste Trash, wenn wir haben. Nee, der ist wirklich zu schlimm. Da muss ich wirklich sagen, der ist zu schlimm. Aber ich glaube, den haben wir, ist auch egal. So, und jetzt kommt das Bonusmaterial. Tada! Nüscht. Gar nichts. Gar nichts. Also, ja, nicht den mal. Trailer mussten wir uns eben bei YouTube raussuchen. Den gibt es übrigens im Anschluss an dieses Video, wie immer, bei jedem Video, das ich mache mit Unboxings etc. über Filme, kommt am Schluss immer ein Link zum Trailer. Meine Haare wieder. Ja, ich rutsche immer weiter weg von es dir. Gibt also null. Was denn? Filme geht nichts. Null Bonusmaterial, aber ja, das ist ja super spooky Stories. Also so, das nennt, ist so süß. Nennt sich das. Ja. Hier sind noch 2 Bonusfilme mit dabei. Haben wir nicht reingeguckt, aber 2 Bonusfilme auf DVD. Das ist einmal Metal Beast mit Kane Hodder, immerhin. Also ja, der echte Jason. Was heißt der echte Jason? Das war ja auch der für viele Leute ultimative Jason. Können wir uns darauf einigen? Ne? Also Jason. Also Kane Hodder. Und wir kommen aus dem Grauen nicht raus. Bei Reise des Grauens ist Segeltour des Grauens als Bonusmaterial mit dabei. Mhm. Ich konnte zu diesem Film nicht viel finden, aber das hier ist der Hauptdarsteller aus Krieg der Eispiraten. Mhm. Das ist vielleicht schon mal was. Der Film ist freigegeben ab 12. Basiert wohl auf einer wahren Geschichte und es handelt sich wohl um einen Fernsehfilm. Es war mehr ein Drama, aber vielleicht hat man hier gedacht, boah, Grauen, das passt doch. Ich weiß es nicht. Naja, also objektiv betrachtet müsste es halt für das Bonusmaterial 0 Punkte geben. Was ihr jetzt mit diesen 2 Bonusfilmen, die hier noch mit drin sind, macht, das ist euch selbst überlassen. Also Film haben wir 4, Bild haben wir 5, Ton haben wir 6, Bonusmaterial haben wir 0 Punkte. So, das wäre
die Bewertung von Reise ins Grauen. Aber wie gesagt, alles mit Vorsicht zu genießen, denn Geschmäcker sind verschieden und mitunter kann der echt Spaß machen. Ja. Ja, wenn man die richtigen Voraussetzungen dabei hat. Man sollte vielleicht nicht die ganze Zeit drüber überlegen, was ist das für eine Stimme? Was ist das für eine Stimme? Was ist das für eine Stimme? Ja, das habt ihr ja schon, ist der Schleichmichel, also haben wir das schon mal raus. Also da braucht ihr jetzt nicht und könnt euch direkt auf den Film konzentrieren und den voll und ganz genießen. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit nur von wegen, boah, Alter, bist du doof. Nein, lass die Katzen ruhig, sind noch viel zu klein. Ey, ich glaube, so saß ich die ganze Zeit. Spaß, ne? Ja, also wie gesagt, ihr könnt Der Film hat wirklich, ist ein Anfängerslash. Ja, ja. So. Er ist nicht, ich habe schon schlechtere gesehen. Er muss sich an Pucci messen und da kommt echt nichts an Schlechtigkeit. Was sie meint ist, Amityville, The Mount Misery Road. Auch dazu haben wir ein Review gemacht. Auch das verlinken wir euch jetzt hier. Und das war's dann auch schon. Ja, wir können jetzt den Sonntag genießen. Ihr hoffentlich eine gute Woche. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in selbige und denkt dran, diese Woche ist ganz, aber dafür ist das Wochenende länger. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt geil. Eure Becky. Und ein Ihmchen hier, genau. Der Dicke. Na, bis zum nächsten Mal. Eure Becky. Und der Michi. Bis dann. Ciao.